Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Red Dead Redemption 2. Ja, es geht weiter um die exotischen Gegenstände im Spiel. Sie sind eine ganze Menge, wird einem nicht wirklich langweilig von, muss man leider einfach so sagen, weil es ist wirklich extrem nervig, aber für die 100% kommen wir nicht dran vorbei und befinden uns jetzt halt im dritten Part der Quest und natürlich aber erst im zweiten Part der Sammelobjekte, ganz einfach, weil es beim ersten keine gab. Den zweiten haben wir gestern abgefrühstückt, heute dann den dritten Part davon. Und wir sammeln, wie ihr es momentan seht, stängellose Frauenschuhe. 10 Stück davon brauchen wir an der Zahl, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr den gestrigen Tipp beherzigt habt und bereits die 20 Reiherfedern habt. Ansonsten, wenn dem nicht so sein sollte, ihr vielleicht einfach nur auf dieses Video gestoßen seid, hiervon gibt es einen ersten Teil. Schaut euch den einfach auf meinem Kanal an. Dort gibt es die Fundorte für die Reiher, die ihr umlegen müsst, um die 20 Reiherfedern zu erhalten. Und dann holen wir uns einfach hier nur heute in diesem Video, wie gesagt, 10 stängellose Frauenschuhe und dann hinten dran noch irgend so ein Kraut mit einem komischen Namen, den ich echt nicht länger geschafft habe, mir zu merken als 4 Sekunden. So muss man es wirklich sagen. Ich gucke nochmal ganz kurz hier nach. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Frauenschuhe, genau. Nee, stängellose Frauenschuhe war das erste gewesen, was wir hatten. Und dann ganz hinten zum Schluss, da muss ich echt nochmal im Video hier nach hinten scrollen. Frauenschuh-Orchideen. Das sind Frauenschuhen-Orchideen, ja. Also ich sag mal, bei den Namen, da darf man ruhig durcheinander kommen. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Kraut auch wirklich eventuell gibt. Das kann gut sein. Also solche Blumen natürlich, wollen wir es nennen. Und ja, ich habe ja ganz gut oben eingeblendet, was ich momentan einsammle. Das ist auch so, dass ich in 80% der Fällen ja euch den kompletten Weg zeige, sodass ihr also da gar kein Problem haben solltet, die Sachen zu finden. Es ist so, dass ich 2 von diesen Blumen oder Kraut, wie ich es nenne, vorher schon eingesammelt habe. Und deswegen bei mir, wenn ich die Sachen aufnehme, da eine andere Zahl steht, als ihr selber habt. Für euch ist nur interessant, was oben links in der Ecke steht, wie hier zum Beispiel Frauenschuh 2 von 10. Das ist in Wirklichkeit schon mein dritter. Ich werde es aber natürlich so machen, dass ich entsprechend mehr einsammle. Also ich werde auf alle Fälle halt das, was ich halt ja selber schon vorher hatte, euch nochmal zusätzlich an der Stelle zeigen, wo ihr das einsammeln könnt. Das ist nur beim letzten Objekt so, dass das ein kleines bisschen weiter weg ist, als die nächste wäre. Aber die nächste hatte ich halt eingesammelt, deswegen konnte ich die nicht nochmal zeigen, weil ich ja auch nicht ganz genau weiß, wo die sich befunden hat. Aber es ist kein großer, weiter Umweg, den ihr da habt. Also dementsprechend sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Und ja, mit dieser kleinen Einleitung kann ich euch auch schon mit dem Video alleine lassen, denn es ist wirklich nichts anderes, als ja, von A nach B zu gehen und dann da halt immer wieder eine Blume einzupflücken. Ich glaube, das kriegt jeder auch unkommentiert sehr, sehr gut hin. Und ihr seht es hier eben gerade nochmal ganz kurz an dem Beispiel gerade. Ich habe jetzt Objekt 23 aufgenommen, obwohl ich erst 2 Frauenschuhe habe. Also dementsprechend lasst euch da nicht verwirren. Ich zeige euch alle, das ist überhaupt kein Thema. Und die ersten 20 waren halt die Reiherfedern, die ich natürlich hier im Video nicht gezeigt habe. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch hilft, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal mit Krone aktiv, ihr wisst es genau. Mit Krone, mit Glocke aktiv natürlich. Verpasst ihr hier weiter kein neues Video und ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Okay. Thank you.
This curse only gonna get worse. I seen it in the vision. I reckon the man is not perfect. There, boy.
These here city folk, they're gonna have trinkets and all. I want food, not trinkets. Can't eat trinkets. Well, food don't gonna make you pretty. You ain't never gonna be pretty. That ain't how you was acting last night. Shut up about that.
whole lot of ugly business here. It's not an imposition. Well, then, here's the money for the orchids for that ghastly baroness. And next, I think we'll work on this. It's a displayer cabinet of curios for the Contessa de Bellagio's new palazzo on Lake Garda. She's asked me to summer with her there next year, but, well, I find the whole thing a little gaudy. Italy is just so overrun with Americans just now, don't you find? Yeah. It's a real problem. And it's the worst kind of Americans. Financiers, New Yorkers, they're such vulgarians. What is it that you need? The silly old thing has a penchant for lizards. So, I'm making her a series of centerpieces focused on alligator eggs and orchids. It's about duality. I'm all about duality. Oh, well, here. And remember, James, take your time. And bring me nothing, nothing but the best. I'll try.